Servus und hallo Leute zu PlayerUnknown's Battlegrounds, The Ultimate Life and Death Fight auf dem PC, auf Steam, also von Steam. Wir zocken wieder im Duo mit dem Nox und ja, ich habe mir so gedacht, wir machen mal hier drei Runden, ohne groß zu schneiden. Im letzten Part haben wir ja, habe ich das ja alles so ein bisschen so zusammengeschnitten und ich dachte mir so, machen wir jetzt mal ohne. Könnt ihr mal komplett sehen, so wie so ein Spiel abläuft. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei Pupkis mit dem Nox und auf wie geht's, let's go. Viel Spaß. Du entscheidest. Ecke. Da sind wir jetzt raus. Nein. Kind, du willst ja nicht ausstellen. Alter, warum höken hier oben zum Chinesen? Ja, das kannst du auch, das ist auch nur am Anfang. Musst du ausstellen oben. Bei Optionen dann. Ich würde sagen, wir schaffen es wieder bis zum Berg hier, würde ich sagen. Warte, gucken wir auf die Map. Ja, das schaffen wir dicke. Naja, wir fliegen ein bisschen an der School vorbei und so, und das dürfte eigentlich passen. Ist doch total der Chinese nicht da drüber. Naja, das hört aber, der auch am Ohren stehen sind. Ich hab, also Junge! 3, 2, 1! Ich bin schon raus. Ich bin schon draußen. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Mein I think Traum. About it every night and day. Lieber Kelly Family singen. Kelly Family? Nee. Ja. Santa! I wish I were an angel. So, fast da. Da ist er. Da ist er, der... Mo hat mitgesungen und der hat den Text im Kopf. Ein Angel, ja. So ein bisschen. So. Ja, aber meine Schwester hat auf den noch hoch und runter geleiert hat vielleicht. Wir sind da. Also Per meine ich jetzt. Oh, ich Per, der bisschen, hat immer... Bin ein bisschen abseits gelandet. Bist du hier in Yang? Ja, dann... Na toll, ist ja bloß ein Haus. Guck mal, eine Scheune, Junge. Da kommt eine Waffe hier von, ja. Eine Schotti. Hab ich. Wieso? Dann guck ich mal auf der Map, dann nehmen wir die mir. Guck mal, ja, dahin. Mal. Okay. Muss uns ein bisschen beeilen. Auf jeden Fall sind wir im Kreis. One moment in time. Mein Kollege? Ja. In Dresden? Hm. Mr. Dresden? Nee, der heißt bei GTA Boris. Hm? Frag mich jetzt nicht warum. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ja, war da so ein kleiner Junge gewesen und der hat ihn voll gelappt, der ist ihn nochmal hinterher ran. Boris! Boris, warte doch mal! Ey, Boris, nicht wegrennen! haben sie sich gegenseitig beschossen. Hm? Und irgendwie ging es dann los. Hey Boris, du sollst nicht auf mich schießen. Boris. Oh, ja. So, jetzt hin. Und dann, na, in der Richtung würde ich fast sagen, weil meistens endet es auch in der Richtung. Da bleibst du hier meistens. Hä? Da bleibst du, glaube ich, hier meistens, oder? Ja, hatten wir jetzt irgendwie ziemlich oft in der Richtung gehabt. Wir brauchen noch mehr Loot. Ja, ein bisschen auf jeden Fall. Ja, was ist mit Boris? Ja, auf jeden Fall hat er ihn dann angeschrieben. Und der Typ hieß Karl. Mhm. Kennst du Karl, das Lama? Nee. Karl! Ich hab hier wieder so einen Laufbug, der bleibt manchmal stehen bei mir. Und dann haben die sich da wohl eine Stunde lang belöffelt. Jetzt ist schon wieder. Er hat immer gebrüllt, Boris! Und der andere, Karl! Und die haben sich gewundert, warum immer mehr Leute aus der Lobby rausgegangen sind. Und irgendwann wurden sie angeschrien, dass sie beide mal bitte das Maul halten sollen. Das ist vernünftig. Das ist vernünftig. Geil, Boris! Warte doch mal! Weißt du, ohne Waffe kann ich nicht rennen. Ja, ist doch eigentlich richtig. Verstehe ich vollkommen. Mit Waffe rennt er. Ist irgendwie total crazy, aber... Was ist denn das? Der kann ja nicht laufen mehr. Hallo.
Horus. Warum fliege ich nach Hause? Um. Flieger ist das. Nee, es geht noch direkt vor. Achso. Ja, wenn du was findest, was Schönes hier, Helm oder sowas, Rucksack, brauche ich noch. Jetzt geht's gerade wieder bei mir. Jetzt hätte ich nicht mal noch die Waffe gefunden. Sometimes I wish I were you. Jetzt hast du Hunger. Oh, ich hab einen Rucksack. Und Sprit habe ich. Sprit. Kraftstoff. Eine Blendgranate habe ich noch. Hier ist noch eine Dings. Eine Weste. Eine Weste habe ich schon. Ah, hast du schon. Ein Rucksack und eine ordentliche Pumpe wäre mal gut. Habe ich noch nicht entdeckt. Hier ist noch ein T-Shirt. Nein, nee, danke. In Rot und Stiefel. Aber sonst ist hier auch nichts. Hier ist noch ein Helm. Nein, Helm wäre vielleicht nicht verkehrt. Da habe ich selber aufgesetzt. Das ist sehr nett von dir. Das ist ein Fat Crazy Graffiti. Das ist doch neu, das ist doch ein Update. Das war da im Update mit drin. Lost Aiming. So, wollen wir uns das Auto schnappen hier unten? Ja, dann lass mal. Hast recht, der blaue, ne? Oh. Ah, du bist ja unten. Sag mal. Da. Oder. Das Bombing. Ja, die sind, glaube ich, neu. Die waren vorher nicht da. Warum rennt denn der manchmal nicht? Warte mal. Oder hat er das bei mir hier, die Verbindung? Ich kann Alter, sagen. Meine Frau hört total die Disco-Foxer-Mucke. Sehr gut. Warte mal, halt, stopp! Nicht überfahren. So, jetzt kann's los. So, sag mal wohin. Du bist doch der Ansager. Achso, du bist ja, warte mal, ich sage an. Ich bin der Driver. Wir fahren hier hin. So, let's go. Fahr! Schön Gummi. Alter, ich bin fast tot. Ich habe schon ein Viertel verloren. Da lang wird's, ja. Zum Blauen. Junge, die haben auf uns geschossen. Junge. Hui. Bam. Ja, da kommt ein Haus. Und ein Baum. Wir müssen uns an den Plan halten. Masterplan? Wo willst du denn heute hin, Alter? Das ist hier ganz schön weit. Na, fahr mal. Ach, da oben. Da war ein Auto. Ja. Wahrscheinlich war da schon einer drin jetzt. Halt an. Park in der Garage. Halt vor. Sehr gut. Dass das Auto nicht gesehen wird. Das ist ja nicht so schlimm. Nee, nicht, dass sie unser Auto klauen wollen. Ist nur ein T-Shirt. Ich sehe gar nichts. Und nur eine Brechstange. Du bist oben, ja. Hier war, glaube ich, schon einer. Ja, ich glaube auch. Ist nur noch Munitionskram. Guck mal kurz, ob ich irgendwas anfügen kann. So. Pistole mal nachladen. Hast du ja keine Waffe? Ich hab nur eine kleine Pistole. Halt, hier ich auch. Und du kannst übrigens, wenn du im ersten Stock bist, kannst du rausspringen, ja? Also auf dem Balkon oder so. Da brauchst du denn nicht. Hier ist doch ein Uzi. Hier sind auch noch ein paar Waffen. Die kommen gleich rüber. Dann nimm ich mir die. Ja. Dann nimm ich die. Ein paar Aufsätze bräuchte ich noch vielleicht. Weißt du, so ein... Ach so, eigentlich bräuchte ich doch nicht. Ich hab ja keine. Das nehme ich. Ja. So, du hast jetzt die Uzi noch mehr. Die Uzi, ja. Ist oben noch was, oder? Nee, nix. Und die Pumpe? Irgendwas kannst du mir abdrücken, vielleicht?
Für mich etwas nackig. Ich denke, du hast eine Waffe. Eine Pistole. Hier kommt ein anderes Auto, Flugzeug. Ich denke, hier oben sind einige Waffen. Weil ja, null. Standard-Scheiße. So, ich bin mal im Auto. Kann man eigentlich ab dann. Na, wenn du die Pumpe haben willst, dann musst du ja herkommen. Na komm, lass uns erstmal losfahren. Nee, muss ich dir jetzt geben. Oder wir fahren erst los, ja. So. Ja, deswegen. Warte mal, hab ich noch Energie? Warte mal. Ne, hab ich auch nichts. Ach, da weiter? Warte, ich steig jetzt mal ein. Nö, fahr einfach. Du bist der Chef. Du machst das. Ja. Du bist der Boss. Da. Guck mir mal hier so ein bisschen um. Hier irgendwas abgeht. Ist hier irgendwas offen? Nö, alle zu. Stimmt, da sind schon wieder Graffitis dran. Schöne Garage und davor ist eine Treppe. Ist auch geil, oder? Ja. So. Aber. Aber? Pass mal rein. Hier ist ein Rucksack, Jung. Eingepackt. Oben bei mir. Eine Pistole, aber hast du ja selber. Ein Helm, hier ist noch ein Helm. Hab ich. Was ist auf dem Dach? Eine Weste, Stufe 1 hab ich. Ja, sonst ist hier nichts. Leg mal rüber. Mann, blöder Sack. Jetzt. Hier war schon er, oder? Nee, da nicht. Sah so aus. Aber da war ja keine Tür drin. Ist alles leer, hier ist aber wirklich nichts. Ja, hier war anscheinend schon jemand. Nochmal auf dem Dach. Auf dem Balkon. Nee, ist auch nichts. Nee, dann war hier wohl wirklich schon er. Hm. Können wir weiter judeln? Ich bräuchte mal Energie, ey. Durch diesen Scheiß. Hast du nichts verloren, wo der auf uns geschossen hat? Nö. Achso. Wir sind immer noch im Kreis. Der hat sich ja, es ist die Überlegung, warten wir oder. Na, wenn du keine Waffe hast, ist ja Quatsch. Fahren wir hier rüber. Ja, fahren wir irgendwo hin. Weil wenn du nichts zu schießen hast, bringt ja nichts mehr erwarten. Ja, deswegen, aber. Wir können ja dann wieder zurückfahren, wenn du was gefunden hast, weil dann sind wir relativ mittig. Es sei denn, der Kreis hat sich schon irgendwo hinten verzogen, weißt du? Oder wir warten einfach da, denn, wenn wir was haben. Und hier ist da eh nichts drin. Oder? Jetzt bin ich ausgestiegen. Also hier unten ist nur Munition. Ah ne, ein Upgrade für die Waffe. Psoria? Ich bin oben. Alles klar. Mantel. 50 Kurs, nicht. Gut, wieder Rinder. Du fährst? Ich fahre ja, geradeaus schaffe ich. Fit nennst du geradeaus? Oh oh. Aussteigen. Das ist das Problem, da so eine Steigung schaffen die immer nicht. Ich geh mal umkicken. Nicht. Da ist auch alle zu. Hier ist auch nichts. Hier ist ein Rucksack. Stufe 1. Hier ist eine Waffe, Jung. Eine M16. Nimm sie dir. Sonst nimm X mir. Erste Hilfekoffer. Ich hab noch ein Visier, glaube ich, wenn du brauchst. Na, eins habe ich auch da. Ich muss den mal. Wissen, wo bist du jetzt auf dem Balkon? Ja. War da noch Muni oder so? Nee, war. Doch. Lacht er daneben, oder? Ist keine Muni.
Rot. Zeig hier die falsche Waffenaufführung so. Oder ja. War das ja dieselbe? Beziehungsweise die gleiche. Rotpunkt. Wer die ist besser, hat mehr Schuss drin. So, ich muss auch mal kurz gucken, was ich denn so hab. Können wir noch anfügen? So. Irgendwann freies. Warten wir einfach, oder? Ja, ich würde sagen. Irgendwas passiert. Kommt mir mal hin. Würde aber fast sagen, wo bist du da? Willst du noch nach unten gehen zu dem Haus, was da ist? Ich. Oder was? Lange, warte mal. Da sind wir lang. Wo? Ein Stück weiter entfernt. Ich guck gerade Richtung Tür. Durch die beiden Türen durch. Ja, ich würde fast sagen, wir gucken nach unserem Auto. Oder wir lassen das Auto stehen langsam. Naja, warte mal noch, bis der Kreis kleiner wird. Wo wir hin müssen. Die waren die nochmal hier hinhocken. V, ne? C. Dann warten wir kurz. Hier ist das scheiß Fenster. Ich mach mal hier die Tür zu. Hier mach ich auch zu. Hier machen wir auch zu. So. Dann kann ich mich nämlich hier hin hocken. Besser. So. Weil von da kann ja eigentlich keiner kommen. Das ist ja der Balkon. Können ja nur von hier kommen. Warten wir mal kurz, bis der Kreis da ist. Und dann geht's weiter. Unser Auto ist noch da. Na gut, das würde ich hören. Die Karte. Dann sind wir gleich so weit. Der fette Road of Arrive. ...54 sind noch am Leben. Also 52 Gegner. Oh. Wo ist die Action? Siehst du die Action? Ich will auch die Action sehen. Nee. Sieht man leider nicht. Ist aber in der Richtung, oder? Ach nee, ist in der Richtung. Ja. Hier in der Richtung. Ja, da unten. Nee. Ja, da. Ich gucke in die falsche Richtung. Jetzt habe ich die Tür zugemacht. Ah, da. Feuerwerk. Ist doch wunderschön, oder? Wunderschön. Hol die Würstchen raus, die grillen. Oh, jetzt müssen wir. Entscheide mal du. Ich würde sagen, hinter der Farm. Hier so hin, würde ich sagen. Da hinten? Hm? Ich würde ja da sagen. Nee, dann sind wir in der Mitte. Dann müssen wir den Kreis nicht immer hinterherlaufen. Ja, aber bei der Farm werden jetzt eine Menge sein. Aber wenn du, ja, komm mal, also wie du willst. Du fährst, du bist also der Boss. Also ich würde diesmal da oben hingehen. Du bist der Boss, du bist der Boss. Oder wir trauen uns zu dir in die Farm rein. Nein, du bist der Boss. Ich wollte ja hinter der Farm. Nicht in die Farm, hinter die Farm. Du bist der Boss, du entscheidest. Nox ist der Boss. Nox ist heute der Boss. Nox ist heute der Boss. Dann mach ich meinen Marker mal weg. So. Zu gelb musst du fahren, Junge. Ja, ja. Oder mein Haus. Oh, kann er nicht durchs Haus fahren. In den Sonnenuntergang hinein. Ach, wunderschön. Sprit haben wir noch. Sprit reicht noch. Ja, locker. Schau mich mal so ein bisschen um.
Oder wollen wir uns hier eine Pampa legen? Na, du musst dich schon entscheiden. Guck mal, wir sind ja schon da. Wir wissen ja, ob wir ins Haus gehen oder ob wir uns draußen hinlegen. Wie du willst. Also danach können wir eh fast das Auto aufheben. Es sei denn, das ist zu weit weg. Kannst ja eh mal rumfahren, ob hier irgendwelche Leute sind. Ja, deswegen habe ich mir gerade gedacht, quasi im Post. Da ist noch ein Haus. Warte, du wartest noch 30 Sekunden, dann wird es eh wieder kleiner. Fahr! Ich bin das nicht! Ich hab Feuer gegeben. Alter. Ich bin ausgestiegen, weil ich kaputt war. Junge! Musst du mal sagen, ich hab nicht gesehen, ich hab mich auf was anderes konzentriert. So schnell konnte ich gar nicht, du bist ja noch 5 Meter weiter, ich fahre auch vorbei. Ach Junge, ich bin gerollt, nicht gefahren. Ich bin gerollt, nicht gefahren. Naja, gut. Aber ich hab voll Gas gegeben, aber keine Chance mehr gehabt. Wieder Halbzeit, egal, weiter geht's. Voll auf den Sack bekommen. Na, erzähl mal. Ich muss gucken. Wir fliegen hier so hoch. Ja, und da kommen wir, genau. Wir springen raus, also wir fliegen. Warte mal. Fliegen an der Schule vorbei. Ja, ungefähr. Und lassen uns vom Winde. Wie weit kommen wir denn ungefähr? Hörst du den auch? An der Straße. Wir fliegen bis dahin. What? Dann müssen wir jetzt raus. Nein, warte doch mal. 1, 2, 3, go! Alter, ist aber ganz schön weiter hin. Ja, das schaffen wir. Klar, locker. Wenn wir es nicht schaffen, wir schaffen jetzt so, ja, bis ans Ende, bis zur Kreuzung. Siehst du die Kreuzung? Na, aber so weit komme ich nicht, glaube ich. Okay, jo. Du fliegst ein bisschen daneben, ne? Kann sein, ich habe es noch nicht auf der Karte gesehen. Also ich fliege jetzt genau auf den gelben Punkt zu. Ich fliege ein bisschen ab, aber guck mal, haben wir da locker geschafft. Erstaunlicherweise, ja. Gar nicht erwartet. Hätte ich nicht erwartet. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen gemacht. Ich nehme das graue. Das graue Dach. Den willst du? Das graue Dach nehme ich. Das Haus mit dem grauen Dach. Mann, ich hab ja nur Pistolen, was ist denn hier los? Ja, bei mir auch. 20.000 Pistolen. Und ein altes Handtuch. Hier kriegst du mal einen Helm. Ist noch ein Griff. Oh, hier ist eine Pumpe. Rucksack ist schon mal gar nicht so verkehrt. Rucksack brauch ich auch noch, falls du noch einen hast. Nehme ich ist sehr, sehr nicht gerne. Ein Sichel habe ich gefunden. Windgranate. Sichi. So, muss mal nachladen. Bist du noch drüben? Ambrust? Ja, ja. Eine Ambrust hier von mir ist bisher die beste. Ich lasse uns wieder gegenseitig die Sachen wegnehmen. Ein Energy Drink. Oh, hier drüben kannst du mal rüberkommen. Ist da noch Wasser? Das ist eine alte. Wie eine alte? Was ist denn eine alte? Was ist denn eine alte? Eine alte Waffe oder was? Ja, eine ältere Pumpe. Oh, Jens, oben auf dem Dach. Eine Schrotflinte habe ich auch. Achso, na gut, das ist jetzt eine. Was ist denn hier? Keine Repetierwaffe oder sowas sieht so aus. Ne, komm da. Ganz oben auf dem Dach. Komm da rüber, ich hab hier ja keine Treppe bei mir. Irgendwie verstehe ich gar nicht. Ich dachte, ihr habt auch einen Dachboden. Also, ich hab jetzt eine. Ein paar gesammelte Sachen. Na, komm mal hoch. Oh, jetzt hab ich mich erschrocken.
stürmst hier hin, ganz oben. Ja, hier kannst du einen Kuhu sagen, aber. Das ist ja ohne Schrot. Hab ich ja schon. Ja, deswegen. Bräuchte noch eine Fernkampfwaffe. Und ein Rucksack wäre geil. Aber ihr war kein Später, wa? Nee. Zum nächsten Häuschen? Naja. Warte, ich guck gleich mal. Na, guck mal, in der Richtung sind drei, ne? Warte mal, wir müssen in. Wie Zeit haben wir denn noch? 2 Minuten, ja, dann gehen wir darüber. So. Auf geht's. Let's go. Viel Spaß. Looti, loot, loot. Loot, loot. Wir können auch erstmal hier abzweigen. Auf dem Weg dahin. Na, ich geh jetzt hier kurz mal in die kleine Hütte hier. Na, geh hier rechts noch. Hier ist auch noch eine Hütte. Energie wäre gut. Ja. Auch Granate, kein Platz mehr. Hier ist nichts. Auch Granate. Achso, das war nur der Hintereingang. Hier war schon einer drin. Hier war einer drin. Oder? Nee, war keine Tür. Entschuldigung. Doch, nee. Ist auch Tür draußen? Nee, hier ist nichts. Weder war hier einer oder hier ist nichts. Dann zieh ich dezent mal weg hier. Kriegst du mal sicherheitshalber die Pistole aus? Ist er denn der Nox? Da ist er. Gib die Rückendeckung, Junge. Ja, mach mal, danke. So, Auto haben wir auch nicht. Egal, wir gehen mal rein hier. Gehen mal rein hier in die Hütte. Pistole. Hier ist eine Uzi. Eine Uzi? Uzi, Uzi, Weng, Weng, Verbandskasten. Machst du denn den Seitending oder was? Hm? Hier oben ist, hier ist nur Schrott. Motorradhelm hab ich. Rucksack, einmal frei. Rucksack nehme ich, das passt. Schon wenn die Schätzwaffe hier wechselt außerdem. So. Granate. Sehr gut. Oh. Alter, ich bin fast Trophäe gegangen eben. Fenster jumped raus. Ja, ja, aber ich bin doch gesprungen dabei. Ja, würde ich auch machen. War ein bisschen hoch, bin ich ein bisschen aufgeklatscht eben. Verstehe ich jetzt ja nicht. Aber ich habe eine AKM gefunden. Hier ist noch ein Rucksack. Rucksack hab ich, danke. Hab ich noch ein Wärste Visiere irgendwie? Bisher noch nichts. Sind die auf hier oben aus Versehen? Nee. Naja, ich glaube die Graffitis, die sind neu. Kann ich mir auch nicht dran entsinnen, dass die waren. Hier ist noch eine Tür. Sieh noch was. Vertikaler Griff. Schnellwechselmagazin. Ja. Kann ich das anfügen? Nee. Hier ist ein Zebra an der Wand, die man hat. Ein Visier wäre geil. Du bist in welchem Haus? Bin ja hinter mir, da, ne? Wo du warst, ja, ja. Okay, kommst du hoch und dann warten wir erstmal, wa? Von mir aus gern. Hier ist nichts mehr, ne? Kill. Nee. Munition brauche ich überhaupt? Ich brauche AKM-Munition, was ist das? 7,62, 9 mm und Kaliber 12 brauche ich. Dann kann ich ja das 5,5 wegwerfen, wa? Ja. Bräuchte ja nicht. 9 mm habe ich, 12 habe ich, da ist alles im Magazin drin. Jo. Hier ist noch ein Rucksack, den hast du ja gehabt. 5,5er würde ich ganz gerne haben, wenn du hast. S12K ist hier noch, aber brauchst du nicht, ne? Ne, ne.
Oben ist nichts. Nee, nur der Rucksack. Ja. So, komm, wie laufen wir hier? Guckt ja. Ja, ja. Wo bist du denn? Ja, mach hinter dir das Brett so. Das möchte ich mal anschauen. Eine Mütze. Von welchen Verein ist denn die? Von Mr. Dollar, Mr. Trump. Jetzt wirklich? Ein S ist da vorne drauf, ja. Und die Naht ist, sind die Striche von dem Dollarzeichen. Also sieht dem was aus. Irgendwie schon, ne? Ja, frei. Ja, schicke Haus. Sehr gut. So, was sagt die Map? Wir sind oben links und die zieht sich. Na, ich bin mal gespannt, wo sie endet. Warten wir mal kurz. Ich bin schon ganz nervös. Ich geh mal weg hier vom Fenster. Ich weiß, dass da irgendwo ein Sniper sitzt. Ja, aber hier hinten sind wir ja relativ weit weg vom Schuss. Ja, man weiß immer nicht, wo die herkommen. Wir sind ja auch hier. Wir sind und wir haben auch einen weiten Weg geflogen, darfst du nicht vergessen. 62 sind noch da. Koksnase. Passiert. Kann man sich ja nicht aussuchen. Nee, ist richtig. Nicht jede Nase verträgt Koks. Nee. Limonamin statt Kokain. Richtig, nee, so was nehmen wir nicht, Jung. Monamin nicht, ist zu billig. Monamin ist blöd, ja. Ja. Gucken ja auch Kinder zu. Keiner macht den Drogen. So. Junge. Wo bist du denn? Ach, da. Wir haben es ja gleich geschafft, Junge. Der Kreis wird ja gleich kleiner. Bleib mal ganz ruhig. Nicht so aufgeregt. Gleich geht's los. Kommt noch ein Flieger. Da habe ich auch noch nie reingeguckt. War in so eine Kiste? In so eine Loot-Kiste? Nee, irgendwie auch nicht. Würde mich mal interessieren, aber ich vermute, man nicht, also wenn man nah dran ist, okay. Wenn der Ding hin direkt ins Beet fällt. Aber ich glaube, sonst lohnt es sich nicht hinterher zu rasen. Ich glaube, da ist auf jeden Fall so ein Tarnanzug drin. So ein Voll-Tarnanzug. Ja. Oder so ein Rasen um dich hast. Weißt du, kennst du bestimmt von Call of Duty? Ja, so ein Tarnschlüpper halt. Guck mal, wir sind da. Wir sind da getroffen, drin. Ja. Also ich würde fast sagen, ey, wenn wir jetzt hier hochgehen. Also so weit kann keiner gesprungen sein, weil wir haben ja das Maximalste gesprungen, ne? Na, wir sind ja sehr noch. Wir sind ja hier raus, wir sind ja noch weiter geflogen, wir sind ja wieder zurückgelaufen. Ja, deswegen. Also ich würde fast sagen, wenn wir jetzt wirklich noch weiter nach oben gehen, haben wir sehr lange unsere Ruhe. Ich würde sagen, wir bleiben einfach nur hier. Das Einzige, was ich sagen würde, dass wir wieder zurücklaufen zu den zwei Häusern. Das war, ja, genau da. Oder halt hierhin, weil dann sind wir genau in der Mitte vom Kreis. Yes, also Sir. Fast, also los. Fast. Also, go! Willst du wirklich rausgehen und dahin laufen, ja? Auf dem Weg. Im Weg auf unseren Neck. Ich erlaube dir das. Okay, Bombardement. Weit sind sie nicht. Dann müssen wir eh warten. Alter, das ist schlecht. Ja, guck mal, hier unten ist ein Scheißhaus. Na, wir können auch einfach warten. Also ich bin ja eh fast dafür, wir gehen hier ins Scheißhaus und verschanzen uns nur kurz. Das war einfach warten. Warst du eigentlich drüben in das Haus? Drüben war ich drin, ja. In beide? Ja, ja. Na, komm mal hier runter. Dann hocken wir uns hier hin. Nee, Bäder in den Innenraum ist blöd. Wieso? Hier können wir aber in allen Richtungen abchecken. Ja, aber Bäder in den Innenraum ist blöd. Ich gehe hier auf die Kisten. Das Inner. Wir müssen erstmal alle Türen zumachen, weil das hören wir ja dann, ob die Inner reinkommt. So. Die geht ja nicht zu. Da ist ja. Alter! Scheibe im Arsch gegangen. Junge, ist hier bei mir, gleich neben mir. Wartet. Die Explosion.
Warst du das? Nee. Hast du gerade geschossen? Nee. Ich bin gerade raus. Hat die eine Tür drinne und die andere hat was zu. War das ein Schuss eben oder war das was anderes? Nee, war draußen. Nee, aber war das ein Schuss? Nee, nee. Achso. Hat sie so anhört, als wäre irgendeine Scheibe kaputt gegangen. Okay, wollen wir? Dann wissen wir, wie du willst. Also, ich würde ja fast hier bleiben. Jetzt bin ich auf dem Weg. Na, dann laufen wir. Wir waren nochmal hinlegen, Y, ne? Z. Also bei dir ist Y, ja. So, was ist denn hier? Sei denn, du hast sie auch schon umgestellt, die Tastatur, auf Deutsch. Nö. Dann ist bei dir Y. Doch. Ist Z? Hast du doch schon gemacht. Hast du bestimmt letztes Mal gemacht, leider nach. Nee, der hat bei mir ja noch haufenweise Updates gemacht. Ach so, dann hat er automatisch gemacht. Ja, das kann sein. Oh, baby, baby. Oh. Und wenn ein Lied meine Lippen verlässt, dann ich lieber kenn. Weiter weiß ich nicht. Ey, oh nee, irgendwas mit in der Nacht. Keine Ahnung. Oder ordentlich gekackt, ich weiß es nicht. Ins vorm Beden. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich möchte nicht falsch jetzt sagen. Ich würde fast sagen, da ja Xavier Naidoo-Texte sehr logisch sind, würde ich fast sagen, kack. Ja. Ja. Ja, weil, würde mich jetzt nicht wundern, es hätte Xavier Naidoo. Ja. Xavier Naidoo. Ich bin ein großer Fan. Na, Sigi. So, ja, wir sind jetzt gleich da. Obacht. Etwas Obacht. So. Ich guck gerade mal im Fenster, aber sieht eigentlich ganz gut. Hier wird geschossen? Okay. Jo, rennen. Wo ist Z? Ist hier gleich um die Ecke. Die schießen nicht auf uns. Ist aber gleich um die Ecke. Ja, die ist aber hinter uns. Eine ganze Ecke hinter uns. Über. Schnell rein hier. Okay, und hinter uns zumachen. Brenngranate. T-Shirt, Rucksack, Mantel. Energie brauche ich. Ich brauche Energie. Ein Verband oder so. Ich habe einen Verbandskasten. Naja, wenn du ihn hast, behalte ihn mal. Du brauchst den ja auch. So. Ich brauchte ja bloß, dass ich's hab. Weißt du, weil schießen von unten. Weil haben ist besser als brauchen. Oh. Okay, hinter uns zumachen alles. Da verschanzen wir uns. Guckst du auf die Tür, wo du bist? Da hinten? Ja, ja. Mehr ist hier nicht, das ist alles. Das ist ja traurig, sehr traurig. Ja, dann bleib ich hier in der Ecke. Am besten wäre aber hier in der Ecke. Hier so beim Teppich. So, hier. Und dann gucke ich so, weil die Tür geht nach. Wo lang geht die auf? Zu mir in die Richtung geht die auf. Ja, dann bleib ich hier so. Ah, da ist gut. Dann gucke ich hier in die Tür. Ich wo ich gucke. Ich werde mich hier hinsetzen. So, kommt da eh keiner rein, schätze ich mal. Nimm auf jeden Fall die Uzi oder sowas. Nicht die Shotgun. Wenn es schnell muss, hatte ich gestern auch die Shotgun und. Ich habe immer dann. Also, ich hatte die Shotgun, wo ich nur 2 Schuss drin hatte. Im Lauf, die Beeren. Hast du auch nur die? Nee, nee, ich hab ja keine. Ach so, weil und da habe ich einen vorbeigeschossen und du brauchst 2 Schuss, dass der umfällt. Und einen habe ich daneben gesammelt und dann hast du natürlich, gerade wenn wir Anfänger, hast du ja keine Chance mehr. Wenn schnell Waffen wechseln und so, bist du taufgericht. Da war ich natürlich platt. Danach. So. Ja, ich gucke jetzt einen Teil aus dem Fenster raus. Und zur Tür. Ich Uni benutzen. Achso, Verband habe ich ja eben, aber den bringt ja nicht so viel. Ein Futzel hat er gebracht. Schmerzmittel wäre gut. Schüssel halt. Ja, ich auch. Aber leider nicht woher. Schwer zu hören. Z?
sagt denn die Karte? Oh, wir sind ja richtig gut im Kreis. Der ist ja wieder kleiner geworden. Wir sind voll drin. Wir sind immer noch gut drin. Ja. Einmal frei. Let's fetz. So ist das. Also ich sitze auf jeden Fall gut. Ich auch. Ich sitze wenigstens auf Toilette, also wenn was ist, kann ich was los sein. Den letzten kannst du wenigstens in der Schüssel machen, so. Richtig. Vor dem Tod noch einen schönen 10 Sekunden Abseil hin. 10 Sekunden noch. Boah, warum schießt überall was? Ja, ist komisch, oder? Guck mal kurz aufs Fenster, ob ich was sehe. Nee. So, ein Riesenfenster hier, muss ja echt aufpassen. Na, ich habe wenigstens eins genommen, wo hier zu ist, mehr oder weniger. Naja, so sieht man mich ja kaum, wenn ich, in der Ecke sitze, aber. Naja, mit der Couch auch da, das geht eigentlich. Wenn du so davor sitzt vom Fenster, um zu gucken, da kannst du auch draußen stehen. Ist halt selber. Ja. So. Hier liegt schon noch was. Was hat er da hingelegt? So, ich mach mal noch auf B kannst du übrigens umschalten, auf Auto und auf Einzelfeuer. Ach so? Oder, ja. Wenn du deine Waffe unterstützt. Ah, okay. Also ja. Feuerstoß ist ja nur 3 Schuss, also darfst du nicht vergessen. Naja, aber Einzelschuss besser. Nee, eigentlich nicht. Also, wenn der weite Entfernung ist, der besser, aber sonst. Naja, wenn der jetzt vor mir in die Tür reinkommt, dann ist Feuerstoß dann, besser. Ja, deswegen, ich habe auch auf Auto gestellt bei mir. Also, ich habe ja Auto, richtig Dauerfeuer. Wie machst du das? Nee, das ist einfach meine Waffe. Achso. Die, Angeber. Was habe ich? Die AKM habe ich. Ja, okay. So, ich bin ja mal gespannt, wenn der Kreis kleiner wird. Ob wir da immer noch drin sind. Ich hoffe. Nach dem ganzen Ballere, was ich draußen gehört habe. Das ist neulich. 29 sind noch am Leben. Oh, wir müssen los. Jetzt wirklich? Oh ja. Wehen direkt los, würde ich sagen. Aber wir verlegen uns ja am Strand, oder? Wehen direkt, ja, wehen am Rand nur. Wehen, sobald wir im Kreis sind, werden wir liegen. Oh, du bist ja schon losgerannt. Ja, warte mal, geh mal lieber 2 Meter hinter mir los. Bin schon. Oh, hinlegen. Leg dich hin. Ja, mach da nicht. Probier mal. Ach, jetzt ist bei mir Y, das ist ein bisschen Quatsch. So. Jetzt war bei mir Y. Genau hinter mir wurde geschossen, ich sehe bloß nicht wo. Na dann komm, geh weg da. Wenn die nicht auf dich geschossen haben, hau ab. Wir gehen erstmal in den Kreis, das ist wichtig. Nee, und schon schießt er wieder los. Schießt er auf dich oder was? Ich weiß es nicht. Sobald ich aufgestanden bin, hat er wieder losgeschossen. Seh bloß leider keinen. Na, du hörst es doch, ob die neben dir einschlagen. Nein, aber das ist so nah. Na, wenn die nicht neben dir einschlagen, schießt er auch nicht auf dich. So. Weil du hörst, also in der Regel hörst du 2 Geräusche. Immer wo der einschlägt und von wo der erschossen hat. Ja, aber das ist zu nah. Der sitzt nicht weit weg. Ich grob schon mal weiter. Sehe aber halt dummerweise keinen. Ich krauche ja gerade nur. Ja, ich auch. Mich dabei so ein bisschen um. Bin jetzt im Schatten. Aber das ist noch ein ganzes Ende, ey. Ich sag mal so. Sobald wir im Berg runter sind, können wir vielleicht so ja riskieren, mal wieder aufzustehen. Aber der hat sofort losgeschossen, sobald ich hochkam. Dann musst du dich mit Alt umdrehen beim Runterlaufen. Was du denn siehst, weißt du? Ja. Komm, fliehe. Oh, hier wird auf mich geschossen. Von wo? Von unten. Und der läuft wieder nicht richtig. Ruf doch mal, du Hoshi!
Von wo wurde denn bei dir geschossen? Mann, von unten, du bist doch noch ja nicht bei mir. Ich rufe jetzt weiter runter. Ich muss ja in den Kreis rein. Ich hoffe mal, der sitzt. Oh ja, der kommt ja schon ganz schön näher. So. Hoffe mal. In deine Richtung soll ich rennen, ja? Du musst halt nur in den Kreis, ist ja ja, ob du. Boah, aber auf jeden Fall wurde ich geschossen. Ja, dann leg dich hin. Ich sehe bloß nicht von wo. Da ist die Kiste. Ich sehe auch nicht von wo. Ich muss rennen. Ich bin im Kaputten. Wo bist du da oben? Dann renn irgendwie. Gerade runter. Ja, ich habe aber auch keine Deckung weiter hier. Renn irgendwo hin. Genau. Einfach hinwerfen. Alles richtig gemacht. Boah. Ich weiß ja nicht, welche Tier schmeißt sich einfach hin und tut tot. Der Nox. Da auf dem Berg ist er. Wo? Drüben auf dem Hügel. Da ist so der einzelne Stein. Knallen ab, wenn du ihn siehst. Wenn du es schaffst, knallen ab. Ich hab keine ordentliche Waffe dafür. Ich sehe ihn nicht. Wo gegenüber? Sag mal oben die Zahl. Auf dem Kompass. 165 rum. Ach, da oben hat er gehockt. Da oben hockt er am Gebüsch. Zwischen Gebüsch und Stein war er gerade. Den sehe ich nicht. Dann hat er sich wieder versteckt. Oh, der Kreis ist kleiner geworden. Wir müssen los. Ach du Scheiße. Einfach robben. Oh. Wo war das? Irgendwo. Ich geh mal kurz hier hinter, wenn ich's schaffe, geh ich hier hinterm Stein! Wo sind wir? Ich weiß es nicht, lauf irgendwo hin. Ich bin tot. Überlebe. Schön. Überlebe einfach. Ich sterbe jetzt. Ich sehe aber nicht, von wo ihr ballert. Lauf ohne mich. Ich bin ja noch hinter dir, das ist halt. Nein, Problem. Ich geh jetzt eh drauf. Dann geh rechts lang, geh woanders lang. Nur nicht in meine Richtung. Da hinten, das wird er sein. Du musst auf jeden Fall los, du verlierst deine Energie. Gleich bald. Oder du wartest noch, bis die Zeit runtergelaufen ist. Geh in den Schatten da hinten. Genau. Oder geh hoch einfach. Da wo er war. Überrascht den. Renn einfach hoch da. Ach, du musst ja eh rüberlaufen über den Berg, genau. Ja, das ist es ja. Einfach rennen. Renn einfach. Immer rennen. Was ist, du springst einfach. Ich würde sagen, noch weiter rechts. Neben der Brücke genau würde ich fast rennen. Dann hast du noch ein bisschen Deckung vom Felsen. Unten in den Busch. Der am See ist. Da kannst du zur Not im Wasser springen und tauchen. Weißt du? Oh. Ist tot? Ja, nee, aber ich weiß nicht, wo der ist. Hinter dir war er bestimmt. Denn? Der war bestimmt hinter dir, keine Ahnung. Ach, schade. Siebter sind wir geworden. Naja, ich. Schlecht. Aber ich hab nicht gesehen, von wo der kam die ganze Zeit. Also, das muss ich sagen, das ist echt schlecht so. Man sieht so schlecht, von welcher Ecke er schießt. Na, ist halt so. Musst halt vorher gucken. Ist ja in echt auch so. Siehst du ja auch nicht, von wo der schießt. So. Ja, aber ich höre ja nicht mal, in welche Richtung richtig geschossen wird. Ja, doch, kick da mal, wo du geschossen hast, letzte Mal, von oben nach vom Berg. Hm? Die haben ja auch gleich gewusst, von wo du schießt. Also irgendwie. Komischerweise, ja. Ja, irgendwie geht das schon. So. So, eh eine Runde, Magno. Ja, geh mal schnell auf Klo, jetzt los. Kacken? Hm? Ich drück dir die Daumen, dass noch alles gut läuft. Bis gleich. So, im Flieger sind wir. Du bist dran. Du darfst entscheiden. Ist aber eine nicht so schöne Flugbahn. Was ist denn hier, von wo kommen wir denn? Wir von oben. Von oben und fliegen nur über die obere Hälfte, wa? Ne, wir kommen von oben. Fliegen so quer rüber. Ja. Da hinten will ich hin. Schaffen wir das? Dann müssen wir aber jetzt schon fast raus, wa? Na, also bei der Straße auch nicht mehr. Ja. Und dann werden wir nur laufen müssen. Ja. Und jetzt. Okay. Wird ein weiter Weg. Aber in der Richtung, wo eine Menge sowieso aussieht.
So, ja, wenn wir weiterfliegen. Hey, wir können ja den Fallschirm schon aufmachen. Und dann segel ich lieber noch eine ganze Ecke. Kommst du nicht mehr weiter? Wie weit sind wir denn jetzt weg? Noch ein ganzes Ende. Ja, die wollen alle zum Knast, ne? Ja, am besten ist, du hast den Fallschirm schon offen, sehe ich gerade. Dann segelst du schön vor dich hin. Oh ja, das ist ein ganzes Ende. Ja, ja, wir müssen auf jeden Fall hinterm Knast landen und dann laufen. Ich bin schon unten. Okay, dann lauf am Knast vorbei. Ist hier überhaupt der Knast oder was ist denn das da? Eine Schule ist rechts. Ja, die Schule. Oh, die nehmen wir wahrscheinlich geschossen. Muss irgendwo rennen, muss mir was holen. Und dann komme ich zu dir, ja? Ja, dann warte ich hier in dieser einzelnen Hütte. Nee, nicht warten, hol dir irgendwas. Naja, ich warte in der Hütte. Einfach looten. Irgendwas holen und dann treffen wir uns einfach wieder. Würde ich sagen. Weil wenn du jetzt wartest, dann stirbst du bloß. Wisst ihr? Nö. Nee. Pistole habe ich. Eine Pistole. Mal zu hier die Luke. So. Anfügen. Tauschen. So. Aber nur eine Pistole ist auch ganz schön mager, ey. Wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. Hier ist nichts weiter. Oh. Ist nicht weit weg. Ich bin auf dem Weg weiter zu laufen, ja. Was sagt denn der Kreis? Ist mal gut. Ich bin mittendrin. Wir sind richtig gut, wenn wir da weiterlaufen. Ja, wir sind beide drin, aber. Ja, ja, aber wenn wir da weitergehen, wie ich es vorhatte, ist eigentlich astrein. Ziemlich gut. Ich schaffe es noch zu dir. Mach zu hier. Wir brauchen noch eine richtige Waffe. Ich brauche noch eine richtige Waffe, mit der ich nicht treffe. So. Mit der ich nicht treffe. Naja, ist doch so. Ich treffe da nichts. So, ich komme jetzt. Scheiß auf die Wurst. Ich komme. Kommt nur eine Pistole. Wenn du irgendwo was Schönes hast. Mhm. Nimm ich das. Mal, da ist die Schule. Da ist die Schule, da wird geschossen schon wieder. Irgendwo hier bei der Schule, glaube ich, wird geschossen. Ja, hier ist eine Schrot. Nix zu sehen. Da kommt der Flieger. Boah, wie weit bist du denn? Wie gesagt, ich bin eigentlich fast bis hierhin geflogen. Ja, die drin. Ich habe auch keinen Rucksack. Hier vorne ist ein Haus, da war einer drin. Warst du hier drin? Ja, kann sein. Wie gesagt, ich war... Oh, hier ist einer.
Mann, kaputt. Boah, er hat mich. Nein. Obwohl ich übelst auf ihn eigentlich auch geschossen hab. Wie heiligen wir am besten? Du kannst dich ja nicht heilen, wenn du kaputt bist. Muss. Hat mich. Scheiße. Da, wo der blaue Punkt ist. Scheiße, Meise! Du bist scheiße, alte Meise. So. Dann schleich ich. Da oben, da wo mein Name steht. Ah ja. Siehst du da oben drin, Sena? Ja, ich treffe ihn nicht mit der Pistole. Schlecht. So. Dann die Gegner. Ja, zurück ist fast Quatsch. Da waren ja auch lauter Leute. Ich geh mal hier kurz im Busch und guck mal auf der Map. So, dann nehmen wir. Ja, irgendwie die Richtung. Wieder aber da werden viele hingehen, also ich würde. Ist ja egal, wenn wir gleich los. Ja, wir warten noch, was der Kreis sagt und dann gehe ich los. Blödes, ich hab halt nur eine Pistole, wa? Aber ich glaube, in Richtung Manson ist, glaube ich, sinnvoller. Naja. Kann gut sein. Aber weil von da aus werden eine Menge von Ross Hock kommen. Ach so, du warst vor oben im Gefängnis? Nee, ach nee, hier warst du. Genau. Hier so, wenn, aber von Rostock werden eine Menge jetzt Richtung Jeloschwala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 
ja, diese Bombings sind der krasse, Alter. Zurück, da ist auch alles. Grünes Licht. Gemein. Du, du. Ja. Bam, 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 badadam, bam, bam. Alter, meine Frau guckt ganz komische Sachen im Fernsehen. Naja, lass sie doch. Jedem Designer. Ist noch eine Puppe? Also, B. Mann, ich wollte ja nicht die scheiß Pistole aufheben. Also der Blöde muss sie immer wieder nachladen, den neuen. Hey, mach dir jetzt mal die Munition oder bevor die wegschmeißt. Jetzt hast du ja wieder auf oben. Naja, aber die Karte war kacke. Also, die hatte mehr. Kann ja stärker sein, aber du hast halt weniger. Ui. Ja, das holographisch ist aber blöd, glaube ich. Kommt drauf an. Nee, der Rotpunktvisier ist besser. Kommt drauf an. Würde man, ist ein Versuch wert. Ja, aber guck doch mal. Oh, du bist mittendrin, renn mal weiter zum Manzen, da bist du mitten im Kreis. Wenn ich jetzt hier. Wenn ich jetzt so. Ja. Rotpunkt ist, glaube ich, besser. Oder? Nee, ich würde fast sagen, bitte. Wieso? Weil präziser ist irgendwie. Sieht jedenfalls aus, ja. Ja, also der Visierpunkt ist ein bisschen. Wenn ich jetzt hier Rotpunkt drauf knalle. Guck mal, der ist kleiner. Siehst du da? Ja, klar ist der kleiner, aber das ist halt auch der Punkt, wo ich hinschieße. Bei dem anderen habe ich ja noch außenrum diesen Ring. Naja. Renn weiter, bevor sie dich einholen. Manzen ist in der Mitte. Na, warte noch mal, ich muss hier noch, was ich hier noch hab. So. 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 Komplett ausgestattet. Bringt zwar nichts, weil wir eh da drauf gehen. So. Drauf, 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 drauf. Hauen drauf. Oh ja. Renn falsche Richtung, renn zurück, Junge. Ach so. Sorry. Na, wo schmeißt du runter? Geht du nochmal rein? Nee, wa? Ja, nee, nee, gut, weil ich wollte gerade sagen, bist du ausgestattet. Ich guck nochmal eh mal kurz rein. Außerdem auf ihr Rand. Ja, jetzt kannst du mitnehmen. Das ist das Schmerzmittel, ist da gut. Das nehmen wir da gerne mit. Drogen, immer nur Drogen. Oh! Da hinten, oh! Oh! Ja, diesmal wirklich riskieren, denkt du mir. Mhm. Ja, die meisten, so die meisten werden noch zu spät sein, ich weiß nicht. Ja, aber die meisten, ich glaube nicht, dass die alle gleich in die Richtung gerannt sind, so wie du. Ist noch ein Stück weg. Hinlegen, hinlegen. Wieso? Ja, weil ich ein Auto höre. Aber weiter weg. Okay, ist jetzt wieder weiter weg. Ist bestimmt auf der Straße gewesen, wa? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Straße, die Straße ist ja direkt vor uns. Ja. Kannst auf jeden Fall weiter rennen. Oh, wird geschossen? Oh, oh. Das verstehe ich natürlich nicht, warum er mir. Da hinten, da rennen Leute haufenweise. Hast du gesehen? Wo? Ja, da bei den Flammen. Mit da, wo Flammen? Die runterkommen. Da, wo die. Da. Ach, da. Da waren zwei Leute, zwei Typen gewesen. Die sind. Jetzt gucke. Alter, das ist genau daneben. Die sind genau zum Manzen hier ran. Dann such den anderen Ziel. Warte mal. Guck mal hier jetzt gerade runter, also schräg runter. Ich leg mir jetzt erstmal hin hier. Hinterm Baum, so. Leg mir erstmal hin. Da rennen sie. Ja. Da sind sie eben hier ran. Wo sind sie denn? Kommen sie noch weiter? Nee. Ich warte jetzt noch die 30 Sekunden ab, wo der Kreis hin geht. Na, das glaube ich sinnvoller. Guck mal hier, was da los da, ist. Da fährt er. Nö. Scheint eine ganze Menge los zu sein. Weil die fahren jetzt zu Mensen, wa? Anscheinend. Mhm. Schweine. So, warte mal, wo sind wir denn? Wir sind hier. Wir wären fast da gewesen. Hier war die Kiste, wa? Hm. Mal gucken. Warten wir kurz ab. Hinter dir kommt ein Auto. Na, dürfte mich ja nicht sehen. Also woanders lang gefahren? Jetzt. Wo ist es? Kommst du auch gehört gerade? Ist schon wieder weg. Jetzt habe ich es gerade gehört. Hat ihn ja, hat gefurzt. Kann auch sein.
So. Schon Kinder geworden? Nee. Muss man zu ihnen sagen, du fuhrst wie ein Dazu. Hey, was ist denn hier los? Und? Der hat. Boah, hinter dir. Naja. Hinter dir, hinter dir. Nee, ist an der anderen Seite lang gefahren. Das Bild von der Aufnahme ist gerade total am Backen. Klein geworden. Noch 45 am Leben. Ich bleib erstmal liegen. Jo, jo, chill mal. Komm mal runter, Junge. Na, mal kicken. So, nun schneide ich's mir zurecht. So! Bin wieder da. Bin vor einen weiten Weg schon zurückgelegt. Bin wieder da. Ich bin wieder hier. In meinem Revier. War nie wirklich weg. Ich hab mich nur versteckt. Genau. Da-da-da-da-da. So. Jetzt wird's gleich kleiner. Ich guck schon. Ein Stück rauszoomen. Da bist du gestorben. Oh, da kommt weiter, kommt weiter, kommt da, da kommt da hinter dir, glaube ich. So, wieder vorbeifahren. Und, oh. Ein Stück, ein Stück. Ein Stück. Da, ja, kannst da fahren sie. Da fahren sie. Kannst eigentlich kriechen bis zum nächsten Busch. Ja, krieche ich auch. Hinter dir wird geschossen. Na, da in der Richtung. Da im Haus bestimmt. Vorne sieht alles ruhig aus, wa? Vor uns. Irgendwie schon, ja. Dann gucke ich mal nur zurück. Die Frage ist, krieg ich noch ein Stück weiter dann, wa? Ja, du kannst wirklich da stehen bleiben, oder? Ja, aber die Zeit wird ja immer weniger, die Zeit hast zum Kriechen. Ja, aber kommt der drauf an, halt, wo dann noch der Kreis ist? Der Kreis wird ja auch immer kleiner, also. Also die Strecke, die du zurücklegen musst, wird ja auch weniger. Ich wollte gerade sagen. War da oben der Baum, der müsste doch im Ziel sein, wa? Würde ich sagen, ja. Aber fast so. Ja, wenn nicht, dann krabbelst du zum nächsten. Du Buschmensch. Oh Mann, na, nicht ein abgeschossen? Ja. Nur am Verstecken? Ist auch so ein bisschen traurig. Ey, sag mal, hast du das auch gehört? Kackt da jemand im Busch? Schön aufs Blatt gefallen. Die Wurst. So, wir sind da. Sie haben ihr Ziel erreicht. Bitte wenden. So. Chill mal. Ja. Jetzt wird gechillt. Schick schön. Ich sehe nichts. Sie wollen auch machen. Ich sehe keine Leute, meine ich. Nee, irgendwie nicht. 35 noch. Oder du kriegst schon zum nächsten Morgen, aber. Die ja, Frage ist halt, ja. Ist ja leider weit. Oh. Ich bewege mich nicht. Ich höre einen Karo. Ich höre ein Flugzeug. Da fährt einer. Nur zwei. Oder zwei, ja, warte mal. Oh, jetzt ist es dauert. Oh, die ballern. Die ballern. Zwei Leute sind das. Einer hat sich hinterm Auto verschanzt. Ne, Dani rennt auch los.
Das zeigt sie verloren aus dem Baum davor. Das ist ja aber ein Schnarren. Heute waren die nicht, die Schüsse, oder? Dann kann, wir sind nicht, der eine hat der erste Stock. Der Selen, der hat sich verdrückt beim Laufen. Kommt noch mal, Auto. Komm jetzt. Wenn da so richtig was los an der Ecke. Der fährt weiter. Ein scheiß Baum hier, was soll denn das? So, da kommt die Kiste. Ach, die wollen zu der Kiste, bestimmt. Kann sein. Ich war ja noch nie in der Kiste, ich weiß ja nie, was da drin ist. Ich muss sie ja anscheinend lohnen. So wie die alle hinrennen. Der Riemen, wollte ich gerade sagen, da kommt der blaue Runt. Ich lauf mal ein Stück weiter schon mal. Jetzt ist die Frage, ich gehe hinterm Stein. Und nee. Na doch, da unten haben wir ja Schatten wieder. Ist er hier unten rechts. Und dann haben wir da in den nächsten Baum, wo Schatten ist. Wir müssen auf jeden Fall weiter. Wir müssen weiter, wir müssen. Ist schon Stücke. Warte mal, ich nehme mal den Energy Drink, den ich hab. Das war ein bisschen schneller. Oh. Ja, kann man so sagen, das ist eine ganze Ecke. Aber jetzt kriegst du auch genau drauf zu. Na gut, aber wer kommt auf die Idee, dass du dich da hinkriegst? Na ja, das machen übrigens viele. Oh, guck mal, da sind eine Menge. Zwei haben die lootet da oder was? Ach, die haben zwei Autos? Kann natürlich auch sein, dass jetzt zwei Leute sind mit zwei Autos. Ja. Oh, oh. Aufstehen und rennen! Nein, der war bestimmt vor uns oder hinter uns, keine Ahnung. Ach, 16. Naja, gut, hat halt nicht so ein Sein. Aber dass man das nicht sieht, wirklich. Ah, schade. Ich habe auch leider auch keine Kopfhörer auf, wie gesagt. Ich höre leider nicht vorher. Du hörst es nicht. Du hörst eigentlich nur irgendwo Schuss und dann Puff. Gestern. Naja, aber da, weißt du, den Schuss kannst du ja relativ ordnen. Das habe ich ja gestern auch gemacht, so ohne. Das ging schon. Ja, aber auch nicht so direkt. Gerade, also wenn man im Haus ist oder so, dann geht's. Aber wenn man jetzt so wieder mitten auf der Pampa ist, keine Ahnung. Ja, du musst dir halt einfach umgucken. Du musst halt, deswegen sage ich ja, du musst einfach schneller in die Mitte vom Kreis rennen. Weißt du? Du musst einer der ersten sein, der einfach in der Mitte ist. Oder halt, du musst dich halt genauer umsehen. Und du musst halt, wenn du schon Energie verlierst, losrennen. Du musst halt den Energieverlust in Kauf nehmen. Und dann als letzter losrennen. Und die vor dir abknallen. Weißt du, was ich meine? Ja, Ich weiß ja nicht, für was du mehr Punkte bekommst. Ob du für Kills mehr Punkte bekommst oder welchen Platz du machst. Ja, gut, das ist mir eigentlich Wurst. Nee, aber dann kannst du dir ja diese Kisten holen und so weiter, weißt du? Also mir ist dir auch Wurst, aber so werden ja die meisten Leute spielen nach Punkten. Na ja, gut, aber die Kisten, da kriegst du ja eh nur Klamotten. Naja klar, ist ja auch so. Keine Waffen oder so. Weil wenn du natürlich schon also runterspringst mit einer Waffe drin, wäre natürlich ein übelster Vorteil. Naja, das weiß man natürlich. Nee, das ja, deswegen, ich weiß ja nicht, wie das ist, wenn man runterspringt und schon was Intros hat. Nee, du hast halt nur die optischen Sachen und die dich halt schützen. Zum Beispiel, ich würde mal sagen, du kriegst bestimmt, ich weiß ja nicht, was da drin sein kann. Halt dunkle Sachen, wa? Ja, ich denke mal. Halt nichts Besonderes. Keine Ahnung. Ein Minirock. Ja, das wäre ja auch unfair, wenn du da irgendwas Besonderes drin haben könntest, weißt du? Ja. Würde ja das Spiel kaputt machen. Naja, bei den Kisten kann schon sein, so im Endeffekt, weil der ein Risiko ist, die das zu holen. Ach so, bei den Kisten. Bei den, die auf dem Feld landen. Ja, da ist schon mal Jute drin. Denk ich mal. Da ist was richtig Jute drin. Also da kriegst du, wie gesagt, auch diesen Anzug, dass du hier richtige Volltarnung hast. Diesen Grasanzug da mit Fusseln dran. Den kriegst du da. Schüsse, die Nisse. Und bestimmt auch bessere Waffen, keine Ahnung. Ich denke mal. Als bestimmt voll ausgestattete Gewehre, weißt du? Hier mit fett visiert und so. Ja, und Tarnschlüpper und so. Hm. Ganz wichtig. Nee, klar, wenn der Sack nicht geschützt ist. Mhm. Genau. Borsti. Einmal frei. Wenn Borsti nicht geschützt ist. So, Jung. Genau, ich bin wieder weg. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Oh. Mal gucken, ich schlafe zur Zeit nicht gut. Na denn, hast du Pech gehabt, tschüss. Ist nicht lustig. Nee, tut mir leid für dich, aber was soll ich machen? Ja. Okay, im Bett schlaf gut, was soll ich jetzt für dich machen? Was soll ich jetzt machen? Kuscheln kommen. Nee. Nee, dann schlaf gut, mein Kleiner. Ich danke dir. Wenigstens einer. Nee. Na dann, René Klatsch. René Klatsch, tschüss, ciao. Mach das Video heute noch fertig.
und auf Wiedersehen. Ja, Leute, das sollte Wissen sein für diese Runde. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Kostet ja nichts. Jetzt müsst ihr mir nur noch sagen, ob ihr lieber das geschnitten haben wollt. Also so wie im letzten Video, nur so die in Anführungsstrichen besten Szenen oder die kompletten Runden sehen wollt. Geht dann natürlich ein bisschen länger und sind weniger Runden in einem Video, aber dafür habt ihr alles. Sagt einfach Bescheid unten in den Kommentaren und dann mache ich das so, wie ihr das möchtet. Ihr entscheidet und ich, also ihr seid die Entscheider. Ja? Ich mache einfach nur so, wie ihr das möchtet. Jedenfalls bei Pupkis. Ja. Im Nachhinein. Vielleicht können wir das ja auch mal streamen. Dann können wir auch mal zu viert spielen. Schreibt einfach mal rein, wer das noch hat. Dann können wir ja mal zu viert das machen. Dann laden wir noch einen und dann machen wir das mal zu viert. Wäre auch mal eine Idee, jo. Jo. Wäre auch geil. Egal. Ich verabschiede mich. Ich, jo. Habt noch einen schönen Abend oder guten Morgen, guten Tag, wie auch immer, wann ihr das Video guckt. Und in diesem Sinne, nicht vergessen, unten reinschreiben, Daumen nach oben, Abo. Wisst ihr ja alles. Macht's gut, Leute. Tschüss, ciao. Auf Wiedersehen.